Moin, wir stehen hier heute auf den 6. KWF-Thementagen in Jessen in Sachsen-Anhalt. Neben all den Innovationen und den Maschinen darf ein Thema nicht fehlen und das ist mit Pferdekraft zum klimaresilienten Wald der Zukunft. Dafür stehe ich heute hier mit Stefan Dietrich von der Interessensgemeinschaft Zugpferde e.V. und möchte mir ein bisschen das Thema erklären lassen, worum es hier heute geht. Hallo Stefan. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Genau, mit wem stehen wir hier und ja, was habt ihr in den letzten 3 Tagen schon erlebt und zeigen dürfen? Ja, im Hintergrund sehen wir die Stute Bonnie und ihr Gespannpartner Lukas Wallach und dahinter am Flug ist der Matthias Buchmann und der Kutscher Dietrich Wesebaum. Wir haben heute hier eine Fläche bearbeitet und zwar gibt es hier die Möglichkeit, wenn man den Boden so verwundet, wie es hier in diesem Fall ist, könnte man jetzt im Nachgang sehen oder pflanzen oder einfach auf die Naturverjüngung warten. Stefan, was genau haben jetzt die Pferde hier mit dem Boden gemacht? Was ist passiert? Wir haben gepflügt, wir haben den Boden verwundet. Das heißt, wir haben die Rohhumusschicht aufgeklappt. Die Rohhumusschicht ist dieser Teil. Mhm. Ja, und da oben drüber ist der Bewuchs. Ist regional unterschiedlich. Hier haben wir eine vergraste Fläche mit ein bisschen Moos. Ja. Das kann auch ein Heidelbeer sein oder ähnliche Sachen. Ja. Mhm. Und das muss halt entfernt werden, dass der Mineralboden frei liegt. Es darf kein Eingriff in den Mineralboden passieren, aber die Saat oder die Pflanze braucht halt den Kontakt zum Mineralboden, sonst wird das Ganze nichts. Mhm. Ja. In was für einer Tiefe ist das dann der Fall? Hier sind es ungefähr 8 bis 10 Zentimeter. Mhm. Wenn man das so ein bisschen beiseite tut, sieht man die Originalhöhe, wie es vorher war. Ja. Und hier, wenn man das so übereinander legt, dann wären das maximal 8 bis 10 Zentimeter bis zur Sohle. Mhm. Stefan, abseits der KWF-Thementage, wie oft seid ihr tatsächlich draußen im Wald im Einsatz und ja, wie wird eure Arbeit wahrgenommen und akzeptiert? Also es ist so, dass wir die meisten Aufträge von Landesbetrieb Forst Brandenburg bekommen. Es ist wahrscheinlich in anderen Regionen schon ein bisschen anderer. Die Kommunalwälder kommen jetzt auch dahinter, die Pferde wieder einsetzen zu wollen. Aber größtenteils sind es halt die landeseigenen Betriebe, die auch schon auf Pferdekraft setzen und in ihren zertifizierten Wäldern gerne die Vorteile der Pferdekraft nutzen. Was schaffen die beiden speziell so ein Gespann am Tag, die Stunde? Ich weiß nicht, wie lange ist das Gespann im Einsatz? Also das kommt auf den Trainingszustand drauf an. Das heißt, wenn die den Winter über gestanden haben zum Beispiel oder vorher am Holz waren und dann eine kleine Pause hatten und wenn man dann wieder loslegen mit Flügen, ist es wirklich so, dass wir denen schon eine Eingewöhnungszeit geben, bis die wieder fit sind. Das dauert 1, 2 Tage, 3 Tage. Und dann, je nachdem, wie die Fläche geschnitten ist, wie die Fläche vorbereitet ist, was wir für einen Boden haben, ist wichtig, schaffen die tatsächlich an einem Pferdearbeitstag, der so 5, 6 Stunden dauert, einen guten Hektar. Mhm. Und wie ist die Rückmeldung hier auf den Thementagen zu eurer Arbeit? Ich habe den Eindruck, dass die Resonanz ziemlich gut ist. Ja. Also da, wo Pferde stehen, kommen auch Menschen hin. Das ist sehr beeindruckend immer wieder. Ja, auch nicht nur Leute, die Ponys streicheln wollen, sondern auch Leute, die tatsächlich ziemlich tiefgründige Fragen haben. Ja. Ja. Und auch dann anfangen, Verfahren zu vergleichen. Wir haben ja ein Stückchen weiter drüben, haben wir ja auch Maschinenhersteller, die sich auch auf Saat spezialisiert haben, auf maschinelle Saat. Und da hat man schon den ein oder anderen Punkt, über den man diskutieren kann. Welches hat Vorteile, welches hat Nachteile, wer ist der... wer hat die meisten Vorteile? Darum geht es ja im Endeffekt. Mhm. Und wer ist am wirtschaftlichsten? Mhm. Das ist der Knackpunkt. Na, ganz klar sind wir am wirtschaftlichsten. Ja? Ja, natürlich. Also in der Saat auf jeden Fall. Mhm. Beim Holzrücken auch, in vielen Sortimenten, sag ich mal, oder in vielen Altersstrukturen bei der Durchforstung sind wir einfach mit dem Pferd schneller. Mhm. Als eine Maschine. Das heißt beim Vorliefern, mhm. nicht bei der Entrückung, beim Vorliefern. Ja. Und bei der Saat und beim Pflügen sind wir auch wirtschaftlicher als die Maschine.
Ja, wunderbar. Das klingt ja sehr positiv, nach sehr guten Erfahrungen, die ihr hier auch von den Thementagen mitnehmen könnt. Ich hoffe, dass das Interesse so groß bleibt und eure Rolle in der Gestaltung des Waldes von morgen, worum es ja hier in der Veranstaltung geht, auch wertgeschätzt wird. Und bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank.